Liebe Emmericherinnen und liebe Emmericher, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so langsam verliere ich selber den Überblick, was wir zu Corona-Zeiten noch tun dürfen, was wir tun sollen, was es für neue Maßnahmen gibt. Die Diskussion in der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen, was die neue Gesetzgebung betrifft. Gibt es eine Ausgangssperre, gibt es sie nicht? Das Land Nordrhein-Westfalen ist sich auch nicht einig, was man tun soll oder was man nicht tun soll in der nahen Zukunft. Das Einzige, was wir im Moment wissen, die Inzidenzzahlen steigen weiter. Wir haben jetzt eine Inzidenz von über 149. Vor knapp einer Woche oder vor genau einer Woche lagen wir mit dem Inzidenz noch bei 72. Das ist ein sicheres Zeichen, dass sich die Ansteckungsgefahr weiterhin erhöht, dass es weiterhin wichtig ist, dass wir Abstand halten, dass wir die Maske tragen und dass wir so wenig Kontakte wie nötig haben. Die Hauptansteckungsquelle scheinen wohl die privaten Kontakte zu sein, scheinen im privaten Umfeld zu liegen. Und wir alle sind gefordert, jetzt zu handeln und uns da wirklich ranzuhalten, dass wir, wie gesagt, Abstand halten, Maske tragen und wenig Kontakte haben. Ich glaube, das ist das Einzige, was zählt. Und wir müssen warten, was letztendlich über Land und Bund noch neu geregelt wird für die Zukunft. Wir wissen, dass in den Niederlanden die Zahlen noch höher liegen, bis zu einem Wert von 600. Die Niederlande sind zu einem Hochrisikogebiet erklärt worden vor geraumer Zeit. Auch da sind die Zahlen sehr, sehr hoch. Und wir haben die Problematik seit letzter Woche, wie den Grenzpendler überhaupt getestet werden können. Menschen, die in den Niederlanden arbeiten, die hier arbeiten, die in Deutschland wohnen, haben weniger das Problem. Aber die Niederländer, die in Deutschland arbeiten, wissen gar nicht, wo können sie sich testen lassen, wann können sie sich testen lassen. Mittlerweile ist klar, Grenzpendler können sich kostenfrei auch in den Teststationen in Deutschland, hier in Emmerich, auch testen lassen. Nächste Woche Mittwoch gibt es eine neue Teststation. Das Kolpinghaus in Elten steht bereit. Termine können jetzt schon gemacht werden. Ab Mittwoch öffnet dort, wie gesagt, das Testzentrum. Wenn Sie bei dem schönen Wetter am kommenden Wochenende, jetzt Samstag, Sonntag, nicht wissen, wohin mit den Kindern, auf der Internetseite der Stadt Emmerich finden Sie jetzt einen Hinweis über alle Spielplätze, die in Emmerich vorhanden sind, einen Wegweiser über die Spielplätze mit Fotos, mit den Möglichkeiten, wo Kinder und wie Kinder dort spielen können. Nutzen Sie vielleicht die Gelegenheit und besuchen Sie vielleicht einen Spielplatz, den Sie in Emmerich nicht kennen oder in Elten nicht kennen. Ich wünsche Ihnen für die Woche und fürs Wochenende alles Gute. Bleiben Sie gesund.